Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Trainer. Seid ihr auch alle wieder da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Ja, dann ist ja alles klar. Der DAX steht vorbürstlich um genau 8 Uhr auf 11.945 Punkten. Wir hatten zuletzt miteinander darüber gesprochen, dass der Dow Jones Industrial im Wochenchart in der arithmetischen Einstellung an einer sehr signifikanten Widerstandslinie angekommen ist. Denn wir haben hier Widerstand, 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 nochmals Widerstand und genau an dieser Widerstandslinie sind wir angekommen. Gleichzeitig hatten wir auch miteinander darüber gesprochen, ja, dieser Markt sieht nach wie vor sehr stark aus. Der kann sich auch hier an dieser oberen Trendlinie weiter bewegen. Auf der anderen Seite hatten wir gesagt, okay, der Transportation Index, der ja gerne vorläuft, der sieht schwächer aus als der Dow Jones Index. Wir hatten miteinander darüber gesprochen, dass die Finanztitel, die ja sehr wichtig sind für den Aktienmarkt, dass die auch anfangen, schwächer auszusehen, die ja auch mitverantwortlich waren oder hauptverantwortlich waren für diese Rallye, die wir gesehen haben, dass die auch anfangen, schwächer zu werden und dass wir auf Basis der aktuellen Chartkonstellation nicht sehen, was wir auf Tageschartbasis auf der Short-Seite traden können. Aber im letzten Video hatte ich Ihnen gesagt, Freunde, wir haben hier von der Zone um die 21.160 Punkten eine stärkere bärische Bewegung gesehen. Und dann läuft der Markt hier seitwärts. Und wir hatten gesagt, für den Fall, dass wir einen Schlusskurs unterhalb dieser Unterstützung, unterhalb der 20.900 sehen sollten, gibt es eine bärische Bewegung. Wichtig ist mir, Freunde, ich habe Ihnen nicht gesagt, der Markt wird fallen, sondern ich habe Ihnen gesagt, falls wir es schaffen, über die 21.000 uns wieder per Stunden Schlusskurs zu etablieren, dann laufen wir wieder in Richtung 21.150, 21.200er Marke. Aber wir hatten noch gesagt, diese Wahrscheinlichkeit ist größer über den Stundenchart. Und schauen Sie, das ist vorgestern gewesen, 21, 22 Uhr, dann die Eröffnungskerze, dann schließen wir drunter, Widerstand, Widerstand und dann gibt es die Fortsetzung. Was hatten wir gesagt, ist das Ziel hier. Diese offene Lücke im Bereich von 20.820 Punkten, erstes Ziel, wir hatten gesagt, das zweite Ziel ist hier diese zweite offene Lücke. Das ist dann im Bereich von 20.620, knapp drüber befindet sich auch die 20-Tage-Linie. Also rein technisch gesprochen hat der Markt das Potenzial, noch diese Bewegung zu machen. Wir müssen uns bitte darüber im Klaren sein, dass heute Mario Draghi spricht, ob er jetzt so viel Neues zu berichten haben wird, ist die Frage. Und trotzdem, wenn man einen kurzfristigen Trade eingeht, ist dann noch mehr die Frage, okay, will ich diesen kurzfristigen Trade mit dem Wissen, dass EZB-Pressekonferenz ist, dass das Zinsentscheid ist im Euroraum, ob ich dann einen Trade über den Stundenchart laufen lassen möchte? Fragezeichen. Also, ja, Setup läuft hier. Erstes Ziel ist praktisch abgearbeitet. Zweites Ziel, das wird eher dann von Herrn Draghi dominiert werden, wahrscheinlich. Es sei denn, diese Veranstaltung wird ein Non-Event. Bleibt es ein Non-Event? Ja, dann hat der Markt das Potenzial in Richtung 20.640, verzeihen Sie bitte, und in Richtung der 20-Tage-Linie zu laufen. Beim DAX wiederum, da wiederhole ich mich gerne. Wir haben gesagt, ja, wir haben eine Chartkonstellation im Tageschart, die mehr bärisch ist. Und ja, die Bullen hangeln sich hier an dieser Linie fest. Auf der anderen Seite haben wir einen starken Wochenchart. Der starke Wochenchart, ja, ist am Widerstand. Das heißt, hier egalisieren sich gerade die Kräfteverhältnisse. Und das, was passieren kann, ist, dass man als Kleinanleger zwischen diesen beiden Kräften zermalmt wird. Und deswegen will ich persönlich da in diesem Markt nicht drin sein, sondern ich will von der Seite mir das angucken. Und ja, wir haben über den Stundenchart diese Range aufgebaut und ich weiß nicht, ob Sie die gestrige Ausgabe geschaut hatten. Ich hätte gesagt, also wenn ich mir etwas wünschen könnte, ist, dass der Markt hier in dieser Range zwischen der Zone 11.920 und der 12.000 erstmal noch ein bisschen stecken bleibt. Und schauen Sie sich das an. Wir schauen uns diese Range jetzt schon eine Weile an. Gestern Eröffnung mit der offenen Lücke genau an der Unterstützung. Dann springen wir nach oben innerhalb von einer Stunde, wohin? Genau an den Widerstand. Dann kommen wir fast den ganzen Weg wieder zurück, ist wieder Unterstützung, dann laufen wir wieder nach oben. Je länger das hier anhält, desto mehr Dynamik gibt es dann. Und wenn sie bullisch aufgelöst wird, dann ist das erste Ziel wieder 12.100 in etwa. Und wenn es bärisch aufgelöst wird, dann 11.830, 11.800. Auch hier, es kann sein, dass diese Range, während Herr Draghi spricht,
bullisch oder bärisch aufgelöst wird, ja, dann kann ich es nicht traden. Ob ich das überhaupt traden kann, weiß ich nicht. Ich sehe nur, dass ich hier eine Range aufbaue, die ich persönlich auch nur kurzfristig traden wollen würde. 200 Punkte runter oder 100, 150 Punkte hoch. Wenn es noch länger dauert, diese Range, das heißt über Herrn Draghi hinaus und über die Arbeitslosenzahlen am morgigen Tag hinaus, dann baut sich noch mehr Druck auf. Dann sind da auch größere Ziele drin. Ich finde das gerade beim DAX eher schwierig. Was ich Ihnen zeigen möchte, ist, nur noch mal kurz den Sprung machen, wieder über den großen Teich, zum Nasdaq Biotech Index. Und hier schauen wir mal auf dessen ETF. Nicht gestern, sondern vorgestern waren die Biotech-Werte unter Druck mit 1,6% im Schnitt. Ich habe gar nicht gewusst, dass das so war, aber da hatte Herr Trump mal wieder einen Tweet losgelassen und gesagt, er wäre für eine stärkere Regulierung, in Anführungszeichen, dass eine stärkere Preiskonkurrenz zwischen den einzelnen Pharmafirmen entsteht. Das klingt dann eher nach ein bisschen mehr Regulierung. Da waren die Werte unter Druck. Gestern haben sie diese Lücke wieder zugemacht. Jetzt ist aber für mich weniger von Belang, was jetzt Herr Trump getweetet hat, sondern was ich viel wichtiger finde, ist die Tatsache, dass der Markt hier zum einen, schauen Sie sich das mal an, ist rein technisch, kann man ablesen, schauen Sie, das ist ein Widerstand, das ist ein Widerstand, dann geht er durch, dann wird es zur Unterstützung, dann kann er es nicht halten, fällt durch, ist Widerstand, Widerstand, wir sind im Bereich einer Widerstandsmarke. Und wo sind wir? Wir sind im Bereich der 300er Marke. Im Index, nicht im ETF, ist es die 3000er Marke. Und diese schräg verlaufende Linie, die kann man auch über den Wochenchart horizontal zeichnen. Das ist hier. Unterstützung, Unterstützung auf Wochenschlusskursbasis fällt durch und kommt nicht mehr drüber. Und wenn man sich hier diesen letzten Abverkauf anschaut, wo sind wir? Wir sind hier im Bereich der 38% Retracement-Marke. Also es ist schon einiges an Widerstand hier. Und die Frage ist, schaffen es die Biotech-Aktien, sich hier festzusetzen, um dann eine Fortsetzung zu machen? Oder kriegen wir hier eine Trendumkehrformation? Der Markt bildet gerade neue Formationen. Also seitwärts laufen, ausbrechen oder zum Beispiel seitwärts laufen, Trendumkehr bilden, nach unten gehen. Da können wir darauf warten, dass der Chart uns eine klare Formation, eine klare Wahrscheinlichkeit liefert und dann können wir es wieder traden. Viel zu häufig ist es so, dass Kleinanleger auf den Chart schauen und relativ schnell sich festlegen. Also ich nehme an, das und das wird passieren. Ich nehme an, das und das wird passieren. Und dann wird die Annahme getradet. Aber die Annahme beruht nicht auf Wahrscheinlichkeit, sondern die Annahme beruht auf, was sagt mir mein Bauchgefühl? Und wenn ich zum Beispiel jetzt Short-Positionen im Markt habe und ich mir sowieso wünsche, dass der Markt fällt, dann fällt die Annahme eher Short aus. Habe ich Long-Positionen, fällt die Annahme lieber Long aus. Wie wäre es denn, wenn Sie nicht mehr mit Annahmen traden? Wie wäre es denn, wenn Sie nach Wahrscheinlichkeiten traden? Schauen Sie, Sie haben jeden Tag die Möglichkeit, Ihr Vorgehen zu ändern. Sie können sich entscheiden, ich höre jetzt auf mit dieser Annahme. Ich höre auf, gegen den Trend zu wetten. Ich höre auf, mit zu viel Risiko im Markt zu sein und ständig auf den Kurs zu gucken. Sie haben die Wahl, das zu ändern. Kein anderer kann das für Sie ändern. Nur Sie können es ändern. Nur falls Sie sich dafür entscheiden, es zu ändern, wir sind gerne bereit, an Ihrer Seite zu sein, um mit Ihnen unser Wissen und unser Können zu teilen. Sie sind herzlich eingeladen, sich über unser Mentor-Programm zu informieren. Deutsche Post hat gestern Zahlen gebracht und die Deutsche Post hat ein Rekordergebnis gebracht. Allerdings muss man sagen, hat die Deutsche Post auch selbst gesagt, ja, also das Rekordergebnis kommt zustande, weil wir im Vorjahr einmalige Aufwendungen hatten, die sehr hoch waren. Die sind dieses Jahr nicht da und auf einmal ist das Rekordergebnis zustande gekommen. So richtig überzeugend war es nicht. Umsatz, Gewinn, ja, nicht so berauschend. Entsprechend, auch wenn die mittelfristigen Ziele bestätigt werden konnten, war die Aktie in der Spitze um 5% unter Druck. Okay, die Zahlen waren nicht gut. Und was ist danach passiert, wenn Sie mich fragen? Dann hat wieder die Technik die Rolle übernommen. Das ist das alte Allzeithoch. Dann geht der Markt drüber, setzt auf, setzt auf, setzt auf. Schauen Sie sich das an. Potenzielle Unterstützung. Was haben wir noch? 20-Wochen-Linie. Potenzielle Unterstützung. Was haben wir denn noch? Oh, wir haben eine aufsteigende Trendlinie. Seit wann kommt diese... Oh, Moment. Seit wann kommt diese aufsteigende Linie?
seit dem Ausverkauf, was wir im Januar im Gesamtmarkt hatten, also seit Februar 2016, Unterstützung, Unterstützung, Unterstützung. Verstehen Sie? Sie müssen nicht Annahmen traden. Es gibt eine Systematik, wie Sie diesen Chart analysieren können. So. Ist die Wahrscheinlichkeit jetzt hoch mit diesen Zahlen, dass die Deutsche Post neue Allzeithochs macht mit dieser Volumenkerze? Eher unwahrscheinlich. Das heißt, für den Fall, dass der Markt nach oben läuft, kurzfristig, ist hier eine horizontale Widerstandszone um die 32,10, da ist die 20-Tage-Linie, falls die Aktie dahin kommt, dann ist es eher wahrscheinlich, dass du wieder hier in diese Richtung, Richtung 30,80, in Richtung dieser Tief läufst, in Richtung 13,58. Falls wiederum die Aktie hier eine Range aufbaut, im Bereich dieser ehemaligen Widerstände und jetzt großen Unterstützungen und dann durchrauscht, kriegen wir auch ein gutes Chancen-Risiko-Verhältnis, dann hat der Markt das Potenzial, diese offene Lücke zuzumachen und in Richtung 2050 zu laufen, möglicherweise in Richtung 200-Tage-Linie zu laufen. Das kann man sich in Ruhe anschauen. Apropos Zahlen, als Lübscher, wenn man schon aus Lübeck kommt und wenn es denn eine Firma gibt, Trägerwerke, was aus Lübeck kommt und im TecDAX notiert ist, müssen wir uns angucken. Also, wenn man sich das hier mal so im Großen anschaut, das sieht ja durchaus wie eine Bodenbildung aus. Da fällt er, dann fällt er langsamer, dann steigt er langsamer und dann steigt er schneller. Das sieht durchaus wie eine Bodenbildung aus. Das Unternehmen hat gestern Zahlen gebracht. Umsatz, ich glaube um 3% rückläufig, aber Ergebnis vor Steuern verdoppelt. Warum? Sind viele Mitarbeiter entlassen worden, sind Umstrukturierungsmaßnahmen getroffen worden. Fürs neue Jahr ein leichtes Umsatzplus erwartet. Aber die Auftragseingänge angeblich im letzten Quartal plus 9%, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Was heißt angeblich? Verzeihen Sie bitte. Wenn ein TecDAX-Unternehmen Zahlen vorlegt, dann kann man davon ausgehen, dass das auch so stimmt. Auf der anderen Seite, rein technisch gesprochen, wir hatten hier einen langen Trendkanal. Unterstützung, 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 Unterstützung. Schauen Sie sich das an, dann geht es mit Karacho durch und Volumen. Und oben, was war genau diese Linie? Widerstand, Widerstand, Widerstand. Okay, das heißt, wir sind an einer trendbegrenzenden Linie plus wir sind im Bereich einer horizontalen Marke. Hier, Unterstützung, 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 Unterstützung fällt durch. Wo sind wir? Wir sind am Widerstand. Und seitdem wir hier diese Aufwärtsbewegung angefangen haben, seit Juni 2016, haben wir auch eine trendbegrenzende Linie. Das ist Widerstand, Widerstand, wir sind genau an dieser Widerstandszone angekommen. Das heißt, auf der einen Seite sieht es mittelfristig nach einer möglichen Bodenbildung aus, auf der anderen Seite sind wir am mehrfachen Widerstand. Und auch hier gilt es zu gucken, möglicherweise gelingt es ja Trägerwerten gar nicht so weit zu fallen, sondern einfach nur seitwärts zu laufen und sich dann eine Art Rampe zu bauen und von dieser Rampe eine Fortsetzung zu machen oder mit diesen vielen Widerständen, diesen technischen Widerständen, die wir sehen, bildet der Markt eine Trendumkehrformation. Vieles im Markt sieht aus, sein Widerstand ist stark. Wenn wir uns hier Indikatoren und Oszillatoren anschauen, was wir für unser System benutzen, die dann auf ein Fortsetzungsmuster aufbauen, die sehen auch gerade stark aus. Viele Werte bauen gerade neue Formationen auf, um zu gucken, gibt es eine Fortsetzung, eine bullische oder gibt es eine Trendumkehrformation? Ich hoffe, dass diese Ausgabe für Sie hilfreich gewesen ist. Wenn Sie mögen, wir haben heute noch eine Rohstofftagesausgabe für Sie. Gestern hat es ja bei den Energiewerten so richtig zackatum. Da schauen wir auf jeden Fall drauf. Dann war Tom für Sie da mit einer neuen Ausgabe zu den Devisenmärkten. Gestern können Sie sich sehr gerne anschauen. Und last but not least, Silvio wird heute wieder für Sie da sein mit einer neuen Ausgabe zum S&P 500. Die nächste Ausgabe zum DAX, zu den Einzelwerten, gibt es morgen früh. Da freue ich mich, wenn Sie mit dabei sind. Mein Name ist Hamid Esnachari und haben Sie einen erfolgreichen Handelstag. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh komm. Klicken Sie auf das Feld rechts unten und erhalten Sie auf unserer Homepage weitere Informationen zu unserem 6-monatigen Mentorprogramm oder klicken Sie auf das Feld links oben, abonnieren Sie unseren Kanal für tägliche charttechnische Analysen mit edukativen